Willkommen im Wohnwagen oder Trailer des Grauens, weil da draußen sind, ihr führt gerade 5 Millionen Wölfe. Und wir haben noch 6 Stunden Tageslicht übrig. Ich glaube, in den 6 Stunden würden wir es schon schaffen, noch zum Rätselsee zu kommen. Bis dort, ich gucke einfach mal, was hier so Phase ist. Wenn ich, was ist denn mit den Wölfen los? Warum haben wir nur noch Wölfe am Arsch? Vielleicht haben wir so einen Keks in der Hosentasche. So wie bei SpongeBob. Wo Patrick den Keks in der Hosentasche hat und SpongeBob denkt, dass Gary ihn nicht mal leiden kann. Das war süß. Auch wenn mir der kleine SpongeBob etwas leid getan hat. So komme ich mir gerade mit den Wölfen vor. Kann es aber sein, dass es daran liegt, vielleicht, dass hier so viele sind? Weil wir schon so lange in dem Gebiet rumgurgeln. Also ich glaube, okay, aber bei der Küstenstraße eigentlich kam es mir vor, so wie beim Pleasant Valley länger waren, aber beim Pleasant Valley kommt mir irgendwie alles viel zu lange vor. Ich habe hier wirklich gerade null Bock auf einen Angriff, ne? Und ich verschieß langsam die gute Munition. Ich meine, für was anderes ist er ja nicht da, aber ich habe Angst, dass wir irgendwie in die Bredouille kommen, dass sie nichts mehr zu essen haben und dann einen Reh erschießen müssen. Aha. Und da hinten ist einer. Da hinten ist einer. War das auch der, der uns... Ich glaube nicht, ne? Weil einer ist ja hier so graziös den Berg hochgegangen. Und dann wollte uns einer angreifen. Ich glaube, das war der. Und ich weiß, dass hier uns schon mal auch einer entgegengekommen ist. Beim allerersten Mal. Das weiß ich noch. Ich mach mal langsam. Uns wird nicht kalt. Alle dude, alle safe. Hoffe ich. Heute ist wieder ein schön warm draußen. Also irgendwie das Wetter kann sich nicht entscheiden, ne? Kurzzeitig war ich ja schon fast auf Herbst eingestellt. Den einen Tag, wo es nur geregnet hat und schon was kälter war. Und jetzt auf einmal mal wieder 6.26 Grad und es wird noch heißer. Wolf macht den Beat wieder leiser. Mann. Ich kann doch nicht die ganze Zeit Wölfe erschießen hier. Was ist denn los mit dem Spiel? Was ist da nur los? Ich glaube, in The Long Dark wird es nie 26 Grad werden, auch wenn ich heute wieder näsele. Es tut mir leid, aber ich habe mich gerade schon wieder zu Tode genießt vor der Aufnahme. Das ist immer nicht so gut. Okay, hier ist die Brücke, sehr gut. Wo denn? Da hinten. Willst du mir noch nicht erzählen? Das willst du mir noch nicht erzählen, ne? Den haben wir leider nicht getroffen. Aber das ist ja schon kacke, dass wir den nicht getroffen haben. Wie flink diese Viecher sind. Was ist denn hier los? Lass mich in Ruhe, du blöd Vieh. Geh da zu deinesgleichen und trauere. Setz dich dahin und trauere um deinen Freund, den ich erschossen habe. Kaltblütig. Oh. Tut mir leid, dass ich den nicht getroffen habe, aber der war... Bitte hier eine Ausrede einfügen. Ich weiß nicht, was mit dem war. Ich war so irritiert gerade, dass der so flink da überall hoch kann. Was wir niemals könnten. Also mir geht es nicht um das Flink, sondern um das da hochkommen. Naja. Ich hoffe, wir haben es bald. Oh je. Yeah. Ach ja, jetzt kommt da wieder Höhenangst-Action. Gut. 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 Aber gut, dass die... bei einem verfehlten Schuss dann halt wegrennen. Das ist wirklich ganz gut.
Das kann einmal wirklich den Arsch retten, glaube ich. Ist da irgendwo eine Leiche? Interessant. Oh, ich hoffe wirklich, dass Fluffy nicht wieder da ist. Das wäre ein bisschen blöd. Ich würde gerne einfach nur schnurstracks in diesen Damm rein und endlich den schaffen. Mein Herr, ey. Schwere Geburt. Also wenn man realistisch wären würde, selbst die Range, die wir jetzt noch gerade hatten zum Wolf, selbst in der Entfernung würde der uns riechen, sehen, was auch immer und auf uns zurennen. Aber zum Glück ist da The Long Dark nicht ganz so, ne? Ich habe da übrigens noch es gibt irgendwie viele Spiele, die mich an The Long Dark erinnern. Eins, das habe ich schon eine ganze Weile im Auge. Ich möchte mir das aber irgendwie ein bisschen aufheben. Ich glaube, für den Winter will ich mir das aufheben. Und jetzt habe ich noch ein. Ich verrate noch nicht, wie das heißt. Ich verrate aber, wie das andere heißt, was ich jetzt gefunden habe. Ich schnöke immer gerne so bei GOG, also bei GOG.com. Ach ja, hier kommt das schöne Lied. Schnüffel ich immer so ein bisschen rum und da war ist eins, das heißt Near Death. Und da geht es ist auch kalt, Schnee und da muss man halt auch überleben und ja, irgendwie eine Plastikfolie craften, um. Oh Gott, ich hasse diese Stelle hier. Eine Plastikfolie craften. Was passiert? Ich würde hier eigentlich. Also ganz ehrlich, ich würde hier gerne mal runterfallen. Einfach nur der Neugier wegen. Und dann mit der Plastikfolie zum Beispiel ein Fenster zumachen, dass da die Kälte nicht reinkommt in den Raum, wo man halt ist, um da die Heizung anzumachen und so ein Schnaderadatsch. Und da sah es aber wirklich komplett dunkel die ganze Zeit aus. Weiß nicht, also Lust hätte ich ja schon mal auch noch auf so ein anderes Spiel, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es doppelt gemoppelt ist, solange ich Long Dark spiele. Glaube ich. So empfinde ich das. Wie gesagt, könnt ihr euch ja mal. Vielleicht ist es ja was für euch, heißt Near Death, also nahe Tod. Nahe dem Tod oder nahe Tod. Erfahrung, keine Ahnung. Ohne Erfahrung zwar, aber nahe dem Tod. Sieht wirklich super interessant aus. Hat auch eine coole Grafik, muss ich sagen. Mal gucken. Vielleicht kann ich da auch mal. Kann ich das ja so. Im Winter auch mal ausprobieren. The Long Dark ist ja dann doch eher ein Jahresprojekt geworden als nur ein Winterprojekt, weil ich finde ihn wirklich ganz cool, muss ich sagen. So ein Dauerprojekt. So, stimmt. Jetzt kann man hier wieder diese tollen Steine. Und dann kommt noch diese andere Schlucht, wo wir durch müssen. Wo wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen sollten. Haben wir da beim letzten Mal einen Wolf gesehen oder war es ein Reh? Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss heute ein wenig auf die Zeit achten. Muss heute noch weg. Ich habe Dinge zu erledigen im Real Life. Eigentlich gehe ich nur essen. Mit meinen Mädels. Mehr ist es gerade heute gar nicht. Aber ja, das muss ja auch mal sein. Deswegen kann ich nicht so lange, oder? Muss nur darauf achten, dass ich nicht zu spät komme. Ich bin kein Mensch, der zu spät kommt. Hallo Hagebutten, ich hätte euch irgendwie gerne, warum auch immer. Ich muss sagen, eigentlich bin ich eher ein Mensch, der gerne 10 Minuten oder sogar 15 Minuten zu früh irgendwo ist. Auch aus der Beruhigung heraus. Dann bin ich lieber 15 Minuten zu früh da, als 15 Minuten zu spät. Nur irgendwie so mit der Zeit. Irgendwie bin ich immer ein bisschen, habe ich schon mal erzählt, ne, dass ich ein bisschen trödelig bin. Manchmal, also ich schaffe zwar immer pünktlich, aber manchmal ist es wirklich hart an der Grenze. Also ist aber irgendwie erst so mit der Zeit gekommen, vielleicht weil man irgendwie älter wird. Ich werde nicht älter, natürlich nicht. Ich bleibe so alt. Ich bleibe immer 12, 15 oder so. Schönes Alter. 15 ist wirklich ein schönes Alter. Man hat zwar keine Ahnung von nichts, aber ist ein schönes Alter. Ich
Licht wirkt gerade. Oh Gott, ich darf nicht in dieses Licht gucken. Ich hab schon den Faden verloren. Ist zurzeit auch wirklich. Kann ich auch gut den Faden verlieren. Ja, vielleicht kommt es ja so mit dem Alter und dass man vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Dass man vielleicht dann trödeliger wird. Weil ich muss so ehrlich sagen, ich mag es eigentlich nicht, wenn Leute unpünktlich sind. Es gibt immer Gründe, warum man unpünktlich sein kann. Das ist also gar kein Problem. Es passiert. Und mit unpünktlich meine ich, ich kriege jetzt keinen Kollaps, wenn da jemand mal 10 Minuten zu spät kommt. Alles kein Problem. Ich mag es nur nicht, wenn sich Leute darauf aus... Was ist denn los? Ach, du hast Hunger. Wenn sich Leute auf ihrem... Ja, wenn man manchmal so sagt, so, ja, der kommt sowieso mal zu spät, sich aber darauf ausruhen, das mag ich überhaupt gar nicht. Das finde ich ziemlich blöd. So, das wirst du jetzt ja wohl noch überleben. Wir müssen es noch bis zum Damm schaffen, meine Liebe. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich hoffe, das ist dir klar. Und das am besten ohne Blessuren. Also hier denke ich immer, das wird nicht hochschaffen, wenn ich ehrlich bin. Da ist ein Häschen. Warum ist die Musik gerade so bedrohlich? Die Musik soll nicht so bedrohlich sein. Passiert hier gerade was Spannendes und ich bekomme es nicht mit? So, oder sollte vielleicht nur... Naja, okay. Dachte, vielleicht kündigst du irgendwas an, dass es Abend wird, aber es dauert ja noch einen Moment. Waren gerade hier irgendwelche Mikro-Ruckler, was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich ein paar Prozesse im Hintergrund zu laufen habe. Obwohl der eine sollte vielleicht schon fertig sein, während ich das hier gerade spiele. Ist ja alles ruhig. Ich vertraue hier gar nichts. Oh, sind die Dinger wieder nachgewachsen? Ich mag die voll. Huch, was jetzt ist war aber... Hey je! Hm. Naja, vielleicht wird es auch mal wieder Zeit für eine neue Grafikkarte. Wird auf jeden Fall mal Zeit, obwohl ich mag meine Grafikkarte irgendwie ungemein. Der Vorteil dieser Karte ist nämlich, dass sie 6 GB hat. Und damit halt gut Schritt halten kann noch mit den ganzen... Naja, was heißt mit den ganz neuen kann sie nicht Schritt halten, aber halt auch mit der 900er Serie. Ich stecke noch in der 700er Serie fest, in der 780er. Erzähl ich gerade Mist? Nee, 780er habe ich. 780er GTX mit 6 GB und die ist ziemlich gut. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Die 6 GB reißen alles raus oft. Und ja, na, aber so langsam. Ich bin sogar am Überlegen mir, das klingt voll traurig, aber Manfred mal eine Rundüberholung machen zu lassen. Und damit meine ich nicht, ihn neu aufzusetzen, das mache ich gern dauernd. Und dabei verliere ich immer Speicherdaten. Mit Rundüberholung meine ich auch mal neuen Tower zu kaufen. Ich meine, der wird dann immer noch Manfred heißen, nur halt in einem neuen Gewand sozusagen, weil der ist hier auch schon 5, 6 Jahre alt und das sieht man ihm auch langsam an und... Ach ja, der war damals geil, jetzt langsam irgendwie sind die Bedürfnisse doch anders geworden und das soll auch ein bisschen ordentlich alle da drinne sein und dafür, ja, da merkt man erstmal, was so ein Tower innen drinne für Macken hat. Und die hat der Tower auf jeden Fall. Zwar jetzt nicht so eine riesengroße Macken, aber ja, okay, muss nicht sein. Wir sind am Rätselsee, ich werde bekloppt. Wir haben bestimmt sofort gleich von einem Wolf angegriffen. Und ich hätte gern wieder... Mein Tower ist weiß. Ich bin eigentlich wirklich nicht so der Weiß-Fan. Aber irgendwie hat es mir die Farbe Weiß bei Towern angetan. Meine Tastatur ist schwarz, blau. Dieses Weiß-Blau finde ich halt total schön. Aber ich mag zum Beispiel... Bei einer Tastatur würde ich das nicht so geil finden, wenn ich ehrlich bin. Oder bei einer Maus. Weil siehst du ja hier direkt drauf. Ist ja schrecklich.
Siehst du schon bei Schwarz ganz schlimm, aber gerade bei Weiß, wenn du da noch, wir sind mal ehrlich zueinander, wenn man zockt, dann schwitzt man auch an den Händen. Das ist super normal und nicht eklig. Und dann würde er, weiß ich nicht, weiße Tastatur, nee, das ist nicht so meins. Aber ein weißer Tower, passt da überhaupt gar nicht so zusammen. Oh, hallo, Damm, gucke mal, ich bin wieder da, ich hab den Weg gefunden. Das gibt es nicht, ey. Das gibt es einfach nicht, ganz ehrlich. So, wir gehen jetzt hier rein. Und wir könnten nochmal alle durchsuchen, weil wir bräuchten noch ein paar Sachen. Was ich aber vorher mache, ist... Oh Gott, die Sonne scheint hier rein und ich... sehe schon wieder nichts. Liegt Fluffy da unten? Ne? Also ich sehe gar nichts, davon mal abgesehen. Tja, wenn uns jetzt was angreift hier drinnen, dann guten Morgen. Ja, deswegen, ich hätte, glaube ich, gerne einen neuen Tower, der dann aber auch... Ist da noch was drin, ne? Ach, der Parker, der Gute. Dann aber halt gerne mit, mit... Wieder auch mit Weiß einen Tower, einen schönen. Hier ist noch eine Laterne, das ist gut. Das, achso. Könnt ihr auch einfach darauf achten, ob da leer steht oder nicht. Hier ist nochmal Brandbeschleuniger. Ein Traum, den nehme ich jetzt nämlich mit, weil Anna hat nicht so das Händchen für Feuer machen. Ich suche jetzt nochmal alle Tiere. Das mache ich jetzt nochmal. So viel Zeit muss sein. Haben wir sowieso, weil wir haben ja Zeit. Ne? Leer, 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 leer. Leer, leer und leer. Okay, das brauchen wir auch nicht. Hm. Ja, und überhaupt halt wegen den neuen Karten, ne? Auch ein neues Board mal zu kaufen, wäre vielleicht auch nicht gerade die schlechteste Idee. Oh, der ist ja leer. Wäre gar nicht, wollte gar nicht aufmachen hier. Hier liegt eine Hose, die liegt da gut. Nochmal Brandbeschleuniger, na Mensch. Ist ja hier... Brandbeschleuniger-Action. Oh komm, den nehme ich mit. Mir ist irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ist mir ein bisschen zu wenig. Gehen wir mal hier unten lang. Ihr kriegt eine Macke, weil uns jetzt der Wolf entgegen kommt, ne? Da kriegt wohl eine Macke. Oh, ich seh alles. Ne, ich seh gerade. Wirklich. Nada. Die Leiche ist auf jeden Fall weg. Die Leiche ist weg. Hm. Ach so. Nee. Ich erinnere mich, hier lagen ja auch ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Hier gibt es sogar Feuerholz. Wie nett, wie nett. Hier ist so eine Kiste und da hinten ging es noch rein, ne? In diese dunkle Gefilde. Ah, da gibt es aber ich sag, keinen Bock, gerade wirklich dahin zu gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bleibe mal bei der Feuertonne hier. Ist das eine Feuertonne? Ja. Falls wir irgendwas brauchen, was Feuer benötigt. Wir benötigen auf jeden Fall mal Wasser. So, davon haben wir zum Glück erstmal noch genug. Und dann esse ich die leckeren Rohrkolben-Dinger hier. Ich hoffe mal, wir finden am Rätselsee, werden wir schon in den Hütten und wo auch immer wir jetzt noch hingehen werden, lecker Essen finden, hoffe ich. Wenn nicht, müssen wir wirklich mal ein Reh erlegen. Mh, lecker. Lecker Rohrkolbenstängel. Mh, yum, yum, yum. Ein Traum. Okay. Es ist auch wirklich sehr hell hier. So, den Platz nehmen wir mal hier hin. Und dann ruhen wir uns einfach schon mal ein bisschen aus. Bis es dunkel wird und ich trinke einen Schluck Kaffee. So. Wie lange müssen wir denn hier noch? Wo ist das denn? Da. 0,8 haben wir erst. Ist jetzt ja nicht so viel. Das ist der Schlafsack. Ist wirklich nicht so viel, ne? Dann warte ich jetzt nochmal die 4 Stunden und
Draußen ist schon wieder Sturm und dann werde ich den Part erstmal beenden. Und dann hoffe ich doch im nächsten Part vielleicht das hier zu schaffen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.